Wenn du nicht ganz zufrieden mit deinem langen Spiel bist, also das ganz lange, die Hürze, der Driver, die Schläge vom Boden, dann schlage ich vor, wenn du die Möglichkeit hast, dass du zu einem Hang gehst, wo der Ball höher als die Füße liegt. Nimm mal bitte ein Eisen. Ich habe hier ein Eisen 7, Eisen 8 würde auch super gut langen. Und schlag einfach ein paar Bälle von dieser Lage. Nur der Vorteil dieser Lage ist, dass man gezwungen ist, etwas aufrechter zu stehen und aufrecht zu bleiben. Nur da der Ball höher als die Füße ist, ist der Schläger höher als die Füße und automatisch schwingt man mehr um den Körper. Und der Eintreffwinkel ist etwas flacher. Nur einen etwas flacheren Schwung, mit einem Eintreffwinkel, wo der Schläger leicht von innen nach außen sich bewegt, ist ideal für die längeren Schläge. Da möchten wir nicht so steil runter. Das geht super mit einem Pitching Wedge, aber nicht mit einem Holz 5 vom Boden. So, das Training machst du erstmal mit dem Eisen und dann übst du vom Boden mit dem Holz. Das werde ich auch gleich tun oder mit dem Driver. So, ich gucke jetzt, dass meine Wirbelsäulewinkel von deiner Perspektive gleich bleibt. Ich schwinge einfach um meinen Körper, mein Kopf dreht sich mit, aber der bleibt auf der gleichen Stelle. Und wenn du es richtig machst, wird was Spannendes passieren. Der Ball wird höchstwahrscheinlich eine leichte Kurve, wenn du Rechtshänder bist, von rechts nach links machen. Und mach das wirklich einen ganzen Korb lang, 30 Bälle und spür mal die Schulterbewegung. Du wirst merken, dass die Schulter das tun und das tun und nicht so. So, wenn du dann ein Gefühl für diesen Schwung hast, übrigens ist es auch super Training für Hanglagen, wo viele Leute solche Dinge gar nicht mögen, geh mal dann auf ebenen Boden und spiel mal einen Schläger, mit dem du nicht so ganz gut zurechtkommst. So, jetzt habe ich einen Drive in der Hand. Ich habe das Gefühl vom Hang immer noch im Gefühl. Übrigens den Schläger etwas kürzer zu greifen, ein paar Zentimeter und dann etwas näher zu stehen, ist immer eine gute Idee, wenn du Schwierigkeiten hast mit den längeren Schlägern. So, ich stelle mir vor, ich bin auf dem Hang und ich drehe meine Schulter so, mir um meine Wirbelsäule. Natürlich ist es nicht ganz horizontal, es ist etwas diagonal, aber es ist um den Körper und nicht so. Okay, auch hier bin ich relativ aufrecht. Mein Kopf bleibt an der gleichen Stelle, aber der dreht sich mit meiner Wirbelsäule mit. Und dann bekomme ich dieses Gefühl, um meinen Körper zu schwingen. Und der Ballflug ist dann anders. Mein Ball war recht flach und dann macht er eine leichte Kurve nach links. Das wird wirklich ein Aha-Erlebnis für dich sein. Und ja, vor allem mit dem Driver oder wenn der Ball gut liegt mit dem Holz 5, wirst du so, glaube ich, viel mehr Spaß haben. Okay, so eine kleine Idee. Geh zum Hang. Der Hang ist wirklich ein super Ort, den Schwung zu verbessern. Und mit dem Gefühl kannst du vielleicht diesen Schläger oder ein Holz vom Boden so richtig beherrschen.